Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Heute werden wir diesen Raum hier weiter aushöhlen, respektive wahrscheinlich auch fertig bauen und hier ein bisschen einrichten und mal ein bisschen gucken, ob das Ganze so gut ist, wie ich mir das vorstelle vom Dings her, vom Aussehen. Genau, und dafür müssen wir jetzt dann erstmal ich glaube, es ist so eine Steinsäge. Ich weiß leider gerade nicht, wie man die craftet, weil das halt neu ist. Ich habe das noch nicht so wirklich mitbekommen. Ah, ja doch, mal. Doch, die hier, genau. Die brauchen wir. Brauchen wir Eisen und normale Stein. Haben wir noch normale Stein? Also normale Stein, einfach gebratener Stein. Ja, cool, haben wir selbst noch. Machen wir mal ein bisschen Stein. Dann machen wir einfach das Deck rein. So. Und ja, gebratener Stein brauchen wir sowieso, um das Ganze herzustellen. Und dann machen wir. Hatten wir nicht noch Blätter? Haben wir überhaupt. Ja, wir haben eine Schere, okay. Okay, machen wir hier mal ein bisschen Stein rein und so. Genau. Dann Bett haben wir ja hier schon eins. Da brauchen wir nochmal drei. Aber wir können ja direkt mit roter Wolle, dann ist das direkt rot. Also wir machen zwei. Wir können ja auch mehrere Bett haben. Bitte. Oh Gott. Und dann einfach so ein Dings, ein langes Skelett. Okay, Holz haben wir nicht mehr, da müssen wir jetzt dann wieder gucken gehen. So, wir machen jetzt hier so und so. Genau. Die Steinsäge. Und jetzt... die bauen wir jetzt erstmal hier auf. Jetzt warten wir noch kurz, bis das aufgebraucht ist. Weil ich zeige euch dann kurz was. Ich glaube, wir brauchen eigentlich auch nur vier Steine. Weil wir können das jetzt reinmachen. Genau, das wird dann zu diesem Stein, den man vorher einfach mit vier solchen Steinen gecraftet hat. Nicht mit vier solchen Steinen. Ah, ich weiß nicht mehr genau. Den hier, den gab es noch nicht. Es gab nur... die Stufen hier, genau. Und von dem brauchen wir jetzt vier und deswegen machen wir das gerade alles. Danach können wir noch das Eisen reinmachen. Ja, wir können währenddessen kurz schlafen. Genau. Und wir müssen dann ein bisschen Laub noch haben von den Bäumen halt. Das ist aber jetzt eher das kleine Problem. Ja. Genau. Ja, jetzt gehen wir mal raus und bauen hier mal ein bisschen Holz ab, weil Holz brauchen wir sowieso. War das so? Ja, und das soll jetzt eigentlich auch reichen. Ja, 39, das reicht locker. Ja, Achtung. So. Na, ich glaube, wir farmen hier so ziemlich wieder alles ab. Mehr oder weniger. Ja. Genau, dann bauen wir den zweiten Raum fertig. Und den ersten richten wir so ein bisschen ein. Grob. Genau, das ist so das Ziel von heute. Oh Mann. Hier war das, glaube ich. Oh, tut mir leid, ich habe immer noch Heuschnupfenallergie. Ich merke einfach immer noch, was ein bisschen abfuck ist, aber naja. Okay, perfekt. Warte mal, fehlt uns noch? Ja, einer fehlt uns noch. Noch einer, ja. Dann warten wir doch kurz. Das kann auch nicht sein, wie lange geht denn das? Ach komm, scheiß drauf. Gehen jetzt mal zurück und
Bauen wir weiter. Genau, als erstes hätte ich gesagt, machen wir kurz das hier mit dem Bett. Gut, das ist noch nicht das Schlussendliche, was ich dann machen will. Das hier sollte... Ups. Warte mal, machen wir nachher. Damit das so ein bisschen Farbe sozusagen auch bekommt. Dann machen wir hier mal noch Fackeln. Genau. Dann können wir immer noch ein bisschen mehr machen. Ja. Wir gucken jetzt hier erstmal. Sie muss alles weg. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch viel Holz. Genau, ja, machen wir das mal noch fertig. Dann können wir ja schon mit dem Stein anfangen hier eben, wie ich da schon gemacht habe. Holz hätte ich gesagt, machen wir erstmal den Boden. Dann die Wände. Dann noch die Decke. Weil ich finde, die Decke ist am unwichtigsten, sage ich mal. So, ups. Genau, Boden. Also das passt ja perfekt. Die Treppen. Genau, weil von dem Holz brauchen wir, also die Holzstämme brauchen wir eigentlich nirgends. Dann machen wir mal alle. Eigentlich zwar auch kurz machen können. Und hier die, wo die Fackeln hinkommen. So. So, damit wir das nicht immer wieder ab und umbauen müssen. Ja. Weil dann können wir eigentlich diesen Raum hier schon brauchen, obwohl er noch gar nicht fertig ist. Das ist natürlich relativ praktisch. Genau, dann machen wir hier mal den Gang noch fertig. Und ich hätte gesagt, das erste machen wir hier jetzt dann auch eine Wand. Also zu Holz halt. Und hier will ich eigentlich dasselbe machen. Das mache ich jetzt nur in diesen Ecken, weil ja, in den anderen hier bringt es ja noch nichts, weil dort die Wand noch gar nicht fertig ist. Was wollte ich? Stein? Das sein? Und ich wollte Fackeln hier. Außen sind würde ich so. Genau. Ja, dann craften wir uns Fackeln und bauen noch mehr Holz ab. Genau. Ich muss kurz etwas gucken. Okay, ja, Kohle haben wir hier. Genau, bauen wir mal noch, ups, und das wollte ich nicht. Bauen wir erstmal noch weiter Bäume ab. Weil jetzt haben wir auch wieder Saplings. Das hier, oder? Ja. Ja, bauen wir mal weiter ab.
Oh nein, da ist doch dieser riesige Baum. Warte mal, der eine Baum ist doch falsch. Der hier. Ja. Der wäre hier. Ich mein. Ein Apfel. Nice, aber brauche ich nicht. Du hast das hier eigentlich alles verschoben. Das macht keinen Sinn. War das schon wieder eine gewachsen? Weil das lassen wir jetzt erstmal. Habe ich jetzt wieder zwei? Ich dachte, deine Fledermaus. Am helligen Tage. Naja, okay, wir haben auf jeden Fall wieder. Ah, da fehlt noch ein Baum. Oder ein Sapling. Na, hier ist. Ja, perfekt. Ein Apfel. Ja, genau. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall auch genug Holz. Hallo? So. Wir nehmen auch hier direkt Öfen machen wir selber, aber das hier nehmen wir bestimmt mit. Und dann, ja. Eisen nehmen wir auch mit. Und Stein. Ja. Ja, gehen wir mal rüber. Wir können ja auch im Lager noch ein bisschen was einsortieren. Hier genau Erde und hier Cobblestone. Ich weiß gar nicht, was wir bei den anderen Sachen reinmachen. Genau, das ist jetzt halt mehr oder weniger fertig. Hier will ich dann noch so ein bisschen umrahmen quasi. Und ja. Okay, Leute, ich war jetzt die ganze Zeit ein bisschen ruhiger und so, und das lag einfach daran, dass wir haben halt so ein Zimmer und dahinter ist so der Gang. Und da ist halt meine Mutter gefühlt die ganze Zeit rumgelaufen und das habe ich nicht gerne, wenn mich meine Verwandten hören, wie ich Hochdeutsch spreche. Und naja, das war halt für mich ein bisschen cringe und so, und deswegen habe ich nicht so laut geredet und auch ziemlich wenig. Aber jetzt sind sie weg, sie sind, glaube ich, einkaufen und jetzt habe ich das Haus quasi für mich und das heißt, ich kann jetzt hier auch wieder reden. Ob ich mehr rede, ist die andere Frage, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und hier einfach, was ich mache. Ich baue Stein ab. Ja, weil wir brauchen Stein. Nein, brauchen wir nicht, aber wir müssen die Decke reinmachen. Wir müssen. Ich will die Decke reinmachen. Das wäre jetzt noch natürlich ein bisschen unpraktisch. Genau, dann werden wir das hier auch einrichten. Dann können wir eigentlich einmal das Lager richtig einräumen. Also wisst ihr, so richtig, richtig einräumen. Und dann ist die Spitzhacke kaputt. Wow. Naja, aber das macht gerade nichts, weil können wir auch den ersten Crafting für hier craften. also. Genau, den setzen wir einfach mal hier hin und so rein, dann der Crafting und dann neben dran der Ofen. Wir haben jetzt drüben und hier einen Ofen. Mach jetzt mal die Hälfte rein und Kohle. Genau. Jetzt kurz, was soll ich hier so? Machen erstmal das hier kurz. Na, scheiß mal auf die Kohle, wir haben genug fürs Erste. Und einen Mineneingang wollte ich eigentlich auch noch bauen. Der hätte eigentlich hier hinten richtig schön Platz. Naja, müssen wir gucken. Das hier kommt jetzt erstmal hier hin. Und dann müssen wir auch noch eine Spitzhacke machen.
glaube, ich mache aber gleich zwei. Dann haben wir wieder ein bisschen auf Vorrat. Ja. Eigentlich auch cool wäre so eine unterirdische Baumfarm quasi. Wo wir dann einfach Bäume pflanzen können und die abbauen, ohne dass wir... Ja, das müssten wir eigentlich auch bauen, so ein Bunker. Nicht so groß wie hier, sondern alles ziemlich klein, aber einfach, der hat alles. Also ist eine Baumfarm, zum Essen hat der, man hat ein Lager, man hat ein Schlafzimmer, man hat eine Küche oder einen Crafting-Baum halt. Das wäre eigentlich voll cool. Vielleicht machen wir auch hier bei diesem Gang noch irgendwas, das weiß ich aber noch nicht so genau. Hier kommen ja dann Bücher rein und Dings irgendwann mal. Das hier kann ich jetzt auch mal rausreißen. Genau, die Decke auch. Ist eigentlich ganz schön hell. Den ganzen Fackeln. Aber ist ja eigentlich nicht schlecht. Wohnen keine Mobs. Alter, aber wenn man halt so in die Fackeln sieht, dann ist das schon ziemlich hell. Also es blendet schon fast so ein bisschen. Finde ich aber cool eben an diesen Shadern. Das so real ist quasi. Quasi. Ja. Genau, ich glaube, ich nehme jetzt gleich noch The Forest auf. Wenn ich jetzt schon Zeit habe und... Genau. Das hier machen wir noch kurz weg. Dann müssen wir in der nächsten Folge nur noch ausfüllen. Also ausfüllen, ja. Noch plattieren. Nee, ich zwar gleich die nächste Folge aufhören, kann ich hier gleich weitermachen. Auf jeden Fall war es das mit dieser Folge Minecraft, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. As you twist the tiles beneath our feet.